hier 45 Grad eingestellt. Ah, 45 Grad. Das brauche ich auch für meine Gärung. Aber so eine tolle Säge wie der Winkler mit Digital habe ich nicht. Hier verfährt alles von alleine. Toller Typ. Ach ja, die Gärung. So schön einfach. 2 x 45 Grad ergeben 90. Mann, wenn man denn dann wirklich die perfekten 45 Grad hätte. Und wenn es denn mal so einfach wäre, das einzustellen. Je nachdem, was für Maschinen ihr habt, ist das tatsächlich einfach. Die neue Tischkreissäge von Festool macht das völlig ohne Problem. Aber wie ihr richtig bemerkt habt, ist das natürlich ein teures Werkzeug. Wir wollen auch saubere Gärung, werden die meisten rufen. Und ich habe für euch eine Lösung, die super easy ist, wie ihr garantiert immer genau 45 Grad hinbekommt und das völlig ohne Säge. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ihr braucht gar keine große Maschine, nur eine Fräse. Hä? Ich hatte es gerade schon gesagt, bei einer Verbindung auf Gärung wollen wir diese beiden Teile auf der Ecke spitz zulaufen lassen. Das heißt, wir brauchen hier und hier 45 Grad. Es müssen aber auch wirklich 45 Grad sein, damit wir später innen und außen auch wirklich 90 Grad haben. Alles, was nicht 90 Grad hat, wird dann sehr schwierig in der Weiterverarbeitung. Und die Lösung ist schon hier im Bild. Moment. Hier. Da ist die Lösung. Es gibt so wunderbare Fräser wie diesen hier, mit denen wir eine schräge Kante fräsen können. Und passenderweise ist diese schräge Kante genau im 45-Grad-Winkel. Das heißt, wir können einfach diesen Fräser hier nutzen und perfekte Gärung fräsen. Und das geht auch ohne Probleme ohne Frästisch. Der Trick funktioniert natürlich auch mit einem Frästisch. Ich erkläre es nur andersrum, denn jeder, der einen Frästisch hat, hat auch eine Oberfräse. So viel ist ja schon mal klar, sonst würde das Ding ja nicht laufen. Aber andersrum bedeutet das nicht, dass auch jeder, der eine Oberfräse hat, einen teuren Frästisch hat. Deswegen zeige ich es euch mit einer Oberfräse. Einfach um euch zu sagen, ihr braucht nur das und nur irgendeine Oberfräse und dann geht's los. Wenn wir das Ganze jetzt einstellen, müssen wir uns zwei Sachen klar machen. Hier oben ist ein Anlaufring und hier unten verändert sich die Form des Fräsers. Hier haben wir 45 Grad, hier einen anderen Winkel. Das hier wollen wir also nicht benutzen. Wenn wir jetzt den Fräskorb hier einmal drauf spannen, dann können wir sehen, bis wohin wir diesen Fräser nutzen können und welche Größe wir brauchen, um Materialien zu bearbeiten. Wir haben jetzt hier dieses Stück Multiplex und das ist tatsächlich so ein bisschen das Maximum, was mit diesem Fräser hier möglich ist. Denn wir müssen uns klar machen, wir können wie gesagt nur den Bereich in der Mitte nutzen, um tatsächlich unsere Gärung zu fräsen. Aber dieser kleine Fräser sollte für viele Sachen schon reichen und es gibt diese Fräser natürlich auch noch größer. Dann macht es aber eventuell doch Sinn, irgendwann den Frästisch zu nehmen. Also, viel erzählt, los geht's! Potzblitz, das funktioniert super nice. Das hier ist natürlich schon ein bisschen ein Extrembeispiel, weil die Kanten sehr schmal sind, man also beim Fräsen wenig Auflagefläche hat. Ein Tipp gibt es noch dazu, fräst erstmal möglichst viel weg und dann ganz am Ende erst am Anschlag lang. Dann habt ihr ein wirklich super sauberes Fräsergebnis, so wie hier. Was natürlich auch sinnvoll wäre, ist, wenn der Fräser nicht schon 30 Jahre alt ist. Denn je schärfer, desto gut. Also, Gärung ohne große Maschinen, check. Der Februar ist so ein bisschen der Monat von, ihr könnt alles machen mit möglichst wenig Equipment. Ich finde das hervorragend, denn ihr sollt ja Spaß an diesem Hobby haben. Habe ich übrigens auch. So ein Anschlag hier, easy gemacht. Das liegt da hinten. Ich frage mich, wie findet ihr das?
einfach neben die Werkbank gegriffen. Ich glaube, das ist das erste Mal. Schreibt mal unten einen Kommentar, wie euch sowas gefällt. Tipps und Tricks mit kleinen und einfachen Maschinen. Ich find's super. Und hier ist jemand gekommen. Na, komm her. Oh, mit dem roten Pullover. Oh Gott, 100 Kilo. Oh. Ich habe einen riesen Wolf gefangen. Gott, du bist ganz schön schwer. Marlies ist am Start. Wir gehen jetzt in den Garten. Was sagst du? Hallo. Tschüss. Au, 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 au.